Dramatischer Zwischenfall bei einer Rede von US-Präsident Joe Biden. Als der 80-Jährige gerade das Frauenbasketballteam der Louisiana State University ehren will, muss Biden seine Rede plötzlich abbrechen. Die Spielerinnen hinter ihm rufen um Hilfe. Eine ihrer Kolleginnen ist gerade kollabiert. Medizinisches Personal eilt sofort herbei. Biden steht etwas unbeholfen da, entschuldigt sich für das lange Stehen und sagt, dass so etwas schon häufiger passiert sei. Letztendlich war es nur ein ungefährlicher Schwächeanfall der Spielerin Samia Smith. Ihr geht es inzwischen wieder gut. Ihren Besuch im Weißen Haus beim Präsidenten der Vereinigten Staaten hat sie sich aber sicherlich ganz anders vorgestellt.